Zwei Leute im Einsatz, das sind wir beide. Das ist Moritz Wagner, der Entwickler hier bei Mimimi Productions in München. Da bin ich und ich, Riding Bull, YouTuber. Und diese beiden Leute, die sind auch im Einsatz, die ihr im Augenblick seht und hört. Das sind Yuki und Mugen, unsere beiden Spielercharaktere an der Stelle, die zusammen eine Mission da durchziehen müssen. Wir zeigen euch Shadow Tactics und unsere beiden Gesichter in der Facecam zu sehen, aber vielleicht ist ja das, was euch mehr interessiert, dass hier was im Bild passiert. Was ist unser Auftrag hier? Unser Auftrag ist es, Dokumente zu stehlen von einem hochrangigen Offiziellen der Regierung, und da hoffen wir, Beweise zu finden für den Plot, für Dinge im Plot. Das ist ein Schuft ist. Er ist ein ganz, ganz böser Schuft. Das Zeugs, was ich hier aufsammeln kann mit Yuki, das hilft uns, ist das Shadow-Ressource. Das ist keine Shadow-Ressource, das ist Wissensressource. Das sind die Tutorials. Das heißt, dir wurde jetzt da erzählt, wie die Fußstapfen funktionieren, die du im Schnee hinterlässt. Das heißt, alles klar, okay. Ja. Das hinten, das Grüne, das sich hin und her bewegt. Vielleicht habt ihr schon ein paar Shadow Tactics-Videos bei mir gesehen, aber ich weiß es nicht, deshalb erklären wir die Essentials nur mal kurz. Das ist ein Sichtkreis. Ich habe einen Rechtsklick gemacht auf die Wache und jetzt müssen wir immer aufpassen. Es gibt zwei verschiedene Sichtbereiche. Genau, es gibt den hellen und den dunklen Sichtbereich. Und das ist so ein ganz essentieller Teil vom Spiel. Und der helle Sichtbereich bedeutet, du wirst immer gesehen, sobald du drin bist. Und der dunkle bedeutet, wenn du dich geduckt hältst, wirst du nicht gesehen. Genauso die Fußstapfen werden nicht gesehen, weil sie eben nicht groß sind, sag ich mal. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, mit gedrückter mittlerer Maustaste oder ansonsten, also hin und her zu ziehen, mit E und mit Q kann man sich bewegen. Genau. Und unser Job ist es, wohin zu kommen mit dir? Unser Job ist es, jetzt erstmal zu Mugen zu kommen. Die haben sich beide eben getroffen für diese Mission, aber Yuki ist sehr, sehr emotional und schnell dabei, irgendwelche Dinge zu tun. Und die ist einfach davon gesprintet und muss jetzt zurück zu Mugen, den wir da jetzt oben links im Bild sehen. Da oben ist er. Junge Frauen sind emotional und sehr temperamentvoll. Sind das auch persönliche Erfahrungen, die ihr hier verarbeitet mit dem Spiel? Total. Ja. Okay. Und jüngere Entwickler sind dagegen total abgebrüht und cool? Vollkommen. Ja. Nein, natürlich. Das ist alles sehr, sehr ausgeglichen bei uns. Und Yuki ist generell einfach ein sehr verrückter Charakter. Sie ist ein bisschen auf der verrückten Seite unterwegs. Es gibt einen kleinen Trick, wie wir uns hier behelfen können. Ich drücke einfach mal auf die H-Taste. Und davor ist es immer ratsam zu speichern in dem Spiel. Mit F5? Genau, mit F5 ein Schnellspeichern reindrücken, das ist immer gut. Ich habe auf H geklickt und wir sehen jetzt lauter wichtige Dinge gehighlightet. Das heißt, die Türen, durch die man zum Beispiel durchrennen kann, oder Gebüsche. Und ich mache mal Folgendes, wenn es dir recht ist. Ich beschließe mal, der ist überflüssig. Ich schicke sie mal in den Busch rein, da ist sie getarnt. Dann drücke ich auf die Flöte, dann kommt jemand und dann laufe ich ihm in die Falle und er bringt mich um. Das war mein Plan. Das ist kein so guter Plan. Doch nicht. Soll ich ihm eine Falle stellen eventuell? Das klingt sehr, sehr gut, ja. Ich schicke sie hier hin, ganz knapp. Ich baue diese Falle auf. Was ist das für eine Falle? Das ist eine von ihr selbst gebaute Falle, die sie aufziehen kann. Und sobald jemand da reinläuft, kriegt er ganz, ganz nett und sympathisch einen Pfeil in den Unterkiefer. Und dafür ist die da. Du kannst sie danach wieder aufsammeln. Du hast immer nur eine gleichzeitig. Und das ist ein sehr, sehr starkes Werkzeug. Das ist auch ein starkes Werkzeug. Das ist die Flöte, die sie spielt. Innerhalb des blauen Gebietes hören alle Leute die Flöte. Und er ist neugierig. Er geht gucken. Schlecht für ihn. Ich würde nicht gucken gehen. Die Falle sieht er nicht. Wenn wir die gut platziert haben, passiert leider gar nichts. Doch, das heißt, doch, jetzt kommen wir rein. Jetzt hat funktioniert. Und wir gehen auf Nummer sicher. Vielleicht wird er auch beobachtet von anderen Leuten. Können die so weit gucken? Gott sei Dank nicht. Wir sammeln ihn trotzdem ein. Wir sind Sammler und Jäger. Es bietet sich immer an. Man sollte nach Möglichkeit, zumindest anfangs, wenn man nicht genau weiß, wie eine Mission aufgebaut ist, versuchen, alle Leichen oder Leute zu verstecken, die man so hinterlässt. Ja. Ein bisschen müssen wir aufpassen wegen Fußspuren. Das ist das Besondere von dem Level. Genau. Das ist das besondere Feature im Schnee. Ich würde erstmal speichern noch. Das ist immer, sobald einer tot ist, sofort abspeichern. Die Fußspuren können gesehen werden von den Wachen. Und was dann passiert ist, das werden wir jetzt gleich sehen, die laufen den Fußspuren hinterher und versuchen, die Stelle durchzusuchen. Und der Vorteil davon ist, dass sie, also du kannst es zu deinem Vor- oder Nachteil, kann es sein. Entweder sie finden dich dadurch oder du benutzt es eben klug und kannst sie dadurch irgendwo hinlocken. Oh, das ist eine gute Idee. Dann schicke ich mal, Moment, wie könnte man das bis hier hin? Sehen die Leute auch die Fußspuren innerhalb des schraffierten Bereichs? Nur im hellen Bereich. Da kannst du drauf arbeiten. Ich würde erstmal auf den anderen gehen. Der oben ist da nicht so ganz relevant, aber der so patrouilliert, das ist der ist problematisch. Der kann auch weit genug gucken. Genau. Und jetzt bietet sich's an, du siehst diesen Haken da direkt. Ach, ich renne erstmal ganz schnell. Moment. Der darf mich nicht sehen. Wenn du geduckt einfach zu dem Haken läufst,
Jetzt sieht er die Fußstapfen. Sonst vorsichtig. Ach so, das heißt lieber ganz schnell hier hoch. Komm. Und jetzt wird Alarm ausgelöst. Jetzt können wir gleich sehen, was da passiert. Man kann da weiterspielen, aber du siehst, da werden so rote Leute dazu gerufen aus den Häusern und auf einmal ist alles ein bisschen schwieriger. Wenn man als Entwickler mitbekommt, dass ein YouTuber eingeladen wird, neben einem sitzen nach den ersten, seht ihr das Grinsen? Die Frage kann ich erst gar nicht stellen. Es ist nicht so schlimm. Ist das nicht eine sehr billige Form der Genugtuung? Man nimmt alles mit. Man nimmt, was man kann und arbeitet zwei Jahre lang und dann ist es schön, Leute ein bisschen scheitern zu sehen. Ja. Ich würde laden. Du würdest laden? Ich würde laden. Warum? Du kannst so weiterspielen, aber es ist einfach, also das ist meine Ehre als Stealth-Spieler, ist, dass ich immer, aber das kannst du jetzt machen, wie du möchtest natürlich. Also Ehre ist eine Ressource, die ich als YouTuber, die mir nicht zur Verfügung steht. Nee, also ich habe keine Probleme weiterzuspielen. Dann spiel doch weiter, das funktioniert auch. Das ist die Frage, wo sich der Kerl platziert. Das ist ja gar nicht so schlimm. Hatte ich schon erwähnt, dass es ein Teil meines Planes war, damit ich hier irgendwie runterkommen kann und irgendwas machen, was mir gleich einfällt? War noch nicht erwähnt. Oh, ich sehe schon, der Typ könnte aber wirklich ein Problem werden. Wir sehen der Rote. Mich schon wieder, ne? Da oben sieht er dich nicht. Auf dem Dach nicht. Genau, wenn du geduckt auf einem Dach bist, sieht er dich nicht. Das ist der dunkle Bereich, den wir da sehen. Sobald du dich aufstellst, wird er dich sehen. Hier hinten will ich hin. Die Frage ist, also das Beste ist wahrscheinlich schon die Leute mit Fuß. Ich mache Folgendes. Ich gehe hier hin, springe dann hier runter in den Busch und improvisiere dann. Wer kommt denn da? Das ist der Neue. Der ist durch den Alarm jetzt dazu gekommen und das Game ist schwieriger geworden. Komme ich hier runter? Nee. Doch, du musst ein bisschen. Es kann sein, dass es da ein bisschen. Manchmal ist es ein bisschen frickelig mit den Sprüngen, aber in der Regel nicht. Mhm. Jetzt ist es deutlich schwieriger geworden. Was du jetzt machen kannst, ist, dass du. Probier's nochmal mit der Falle. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Jetzt sieht nämlich der andere wahrscheinlich, wie der da stirbt. Aber gucken wir mal. Kommt da noch eine weitere Wache? Wenn ich jetzt noch mal wenn du Alarm auslöst und den Roten töten würdest, dann würde eine neue dazukommen. Das heißt, alles wäre wie vorher. Es wäre alles wie jetzt. Das passiert dann so zwei, drei Mal und wenn du immer wieder Alarm auslöst, dann gibt es in der Regel so einen großen Alarm, wo so eine riesige Patrouille herauskommt. Ja, das heißt, das ist jetzt nicht so der richtige Bringer gewesen? Nee, das wird jetzt hier ein bisschen schwieriger. Also ich würde die Falle wieder ein. Genau, ich würde sie wirklich oben eher. Ah, jetzt hast du einen Fußstapfen hinterlassen. Mal gucken, jetzt kommt da einer an. Nein! Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht kannst du den jetzt erwischen, wenn er da. Oh, der hat dich schon gesehen. Und der andere sieht das jetzt. Nein! Oh, jetzt kommt doch schnell hoch auf den Haken. Das ist gut. Genau, und da jetzt einfach abwarten. Ah, nicht aufstehen. Nicht auf einfach sitzen bleiben. Oder das machen, ins Haus rein. Okay. Euer Spiel ist doch so angelegt, dass man möglichst effizient und kalt spielt, also nicht hektisch rumklickt und damit Glück hat. Es geht auch anders. Es geht auch anders. Es geht beides. Also wir hatten das schon sehr oft, gerade ihr YouTuber seid sehr gut darin, sehr viel Glück zu haben. Ihr YouTuber? Ja. Unfassbar. Aber man ist eigentlich, sollte man versuchen, das Ganze ein bisschen geplanter und taktisch zu machen. Aber das hat ja jetzt hingehauen. Wie komme ich auf die andere Seite? Da ist unten so ein Haken, falls du den nicht an dem unteren Haus. Du kannst auch mit Alt übrigens die Kamera frei rotieren, wenn du Alt gedrückt hast. Ah, okay. Genau, da hast du dann ganz gut frei. Ich muss auf die Seite oder auf den Haken hier hoch und dann kann ich hier drüber. Du musst weiter unten, du siehst es an der Grenze unten, da ist so ein Haken, da direkt wo dein Mauszeiger ist. Ach, der auf der anderen Seite hier? Genau, zu dem musst du hin. Okay. Und jetzt ist es ein bisschen tricky. Normal wäre der Rote ja nicht da und du musst diesen einen da ausnehmen am besten. Das heißt, der direkt vor mir steht? Genau, der direkt vor dir steht. Den kannst du zwar umgehen, aber es bietet sich an, ihn auszunehmen. Erschossen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil jetzt dürfen wir nochmal. Wir werden jetzt zwar ein bisschen zurückgesetzt. Unsere Heldin ist erschossen worden, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Das Bild ich soll ein Autosave nehmen? Den linken, ja, nimm den. Das ist okay. Die Quicksaves. Wir haben auch drei Quicksave-Slots, nicht nur einen. Ich erinnere mich an meine Kommandoszeit früher, wo es in der Regel damit aufgehört habe, dass ich mich verspeichert habe. Und dann hatte ich keine Lust mehr. So. Ja, wo bin ich? Du bist da rechts in der Türe. Ich habe noch gar keine. Ich habe noch gar keine Fehler gemacht. Genau, das Leben startet frisch. Und was sich jetzt anbietet, ist, wenn du dich hinter diesem Holzwandteil da oben versteckst, wo der Mülleimer auch ist, wo du das letzte Mal warst, genau. So, und die Sache hier ist so aufgebaut, da kann ich jetzt mein fieses Entwicklerwissen ausnutzen. Wenn du schleichst, also dich duckst, mit Leertaste, genau. Und sobald unser Kollege, der da unten patrouilliert, weggegangen ist, gehst du an den Haken hoch. Der rechts davon. Ja. Genau. Und gehst einfach aufs Dach nach oben. Dann sieht er deine Fußstapfen.
wenn er wieder ankommt. Und dann kannst du ihn von oben mit einem Sprung ausnehmen. Verstehe. Jetzt sieht er die wahrscheinlich. Was ist das, sagt er. Aha. Und jetzt kannst du auf ihn draufspringen in der... Zack. Und da wird er vom anderen nicht gesehen. Genau. Raffinierter Trick hier. Und ich kann jetzt sogar die Leiche mir schnappen. Ja, da ist dieser Ding im Weg. Ich will erstmal speichern, bevor noch irgendwas schief geht. Als ob bei mir irgendwann irgendwas schief gegangen wäre, ja? Liegen lassen? Nee, lieber aufsammeln. Sammeln ihn nur auf. Du kannst da runter und vielleicht musst du ein bisschen weiter vorne klicken. Ja, nach links ein bisschen. Jetzt hast du ihn. In den Busch schleppen? Genau. Ablassen? Und weg ist er. Und wieder hoch? Genau. Hier und rüber? Da hast du es vorhin eigentlich schon ganz richtig gemacht. Sobald der gut hinweggeguckt hat, bist du in die Tür reingesprintet und so kann man das da machen. Und, aber er sieht auch meine Fußspuren, aber er ruft, wenn er Fußspuren sieht, nicht so Zeta und Mordio, wie wenn ich jemand umgebracht habe. Genau, das ist nur, er sieht, irgendwas ist da und das kannst du dann ausnutzen. Ja, genau. Moment, das mache ich lieber in der Perspektive. Ich gehe noch ein bisschen weiter an den Rand und springe dann gleich. Er guckt immer mal ein bisschen nach rechts. Genau, er dreht sich. Und jetzt, ein bisschen, genau, sobald der Bogen angezeigt wird, kannst du springen. So ist gut. Ich warte mal. Jetzt. Perfekt. Und schnell in die Tür. Und der wird wahrscheinlich die Fußstapfen sehen, aber du siehst ja dadurch, dass da kein Schnee mehr ist vor der Tür. Ah, verstehe. Oder du kannst ihn jetzt auch einfach ausnehmen. Natürlich speichern davor vielleicht. Oh, jetzt kommt er direkt ins Haus. Raus, raus, raus. Ja, und jetzt? Okay, der greift dich jetzt an. Schnell bring ihn um. Das war super knapp. Das war super knapp. Er hat dich einmal erwischt, aber... Wie gut, dass ich ein YouTuber mit magischen Reaktionsfähigkeiten bin. Das ist ein sehr liebes und spontanes Lob von dir, finde ich. Ja, so, das ist schon mal gut gegangen. Du trägst den da gerade noch. Ich trage den immer noch. Wie das aussieht. Das ist Yuki. Das bin ich nicht wirklich. Yuki trägt den, das stimmt, ja. Ich muss zugeben, im Wirklichen, schleppt ihr den immer noch? Nee, jetzt hast du ihn nicht abgelegt. Zivilisten umbringen mache ich nicht. Nö, das musst du auch nicht. Zumindest nur nicht, solange es nicht unbedingt notwendig wäre. Nö, das ist auch in der Regel. Also das ganze Spiel ist so gebaut, dass man das nie muss. Ja. Hast kannst du jetzt erstmal speichern. Hast du in Real Life schon mal Zivilisten? Nein. Nur andere Leute, nur Kämpfer? Nur Feinde. Habt ihr persönlich Outdoor-Training gemacht oder Kampfkünste studiert in Seminaren, um ja alles richtig... Ganz viel. Also wir haben jahrelang auch das ganze Parkour-Zeug trainiert und wir sind wirklich Profis da. Ich schleich mal hier rüber, hier rein. Und du kannst eigentlich jetzt direkt runter zu dem Haken schleichen. Also da sieht, sobald du nicht aufstehst... Ah, nee, nach links. Nicht zu nah daran. Du siehst links, wo die Tür ist, falls du das siehst. Da ist direkt der Haken. Ach, zu dem Haken. Genau. Ich dachte, zu einem anderen. Und dann springst du über die Dächer und gehst über das... Also es geht alles. Das muss man dazu sagen in dem Spiel. Du könntest jetzt auch da gang gehen, wo du gehst, aber das hier ist wieder ein deutlich einfacherer Weg. Also nach den Erfahrungen, die ich eben gemacht habe, habe ich keine Probleme damit, deinen Ratschlägen zu folgen. Es ist nie verkehrt bei diesem Ding. So, jetzt sind wir hier und wollen hier oben zu diesem... Ja, was ist das, ein Seil? Da, genau, da geht ein Seil drüber. Diese Plattformen, die da oben drauf haben, das mag jetzt ein bisschen seltsam aussehen, aber die Japaner haben das tatsächlich sehr viel, weil Feuer ein großes Problem damals war. Also die haben sehr viele Städte an Brände verloren. Und das sind so Feuerplattformen, wo sie sich dann hinstellen können und gucken können, ob irgendwas brennt. Hm. Alle diese Karten, diese Missionen von euch sind wirklich nicht nur per Hand designed, das sieht man hier, sind keine Zufallskarten, die ihr irgendwie habt durchlaufen lassen, sondern wie viel Arbeit steckt drin, all diese verschiedenen Schritte sich zu überlegen, die verschiedenen Taktiken und all diese Dinge zu platzieren? Sehr, sehr viel. Also es ging ein riesiger Aufwand in diese Karten rein und man iteriert da unglaublich oft und macht nicht das wollte ich gar nicht, ich habe mich verklickt. Ich wollte aber du kannst wieder hoch, das ist alles gut. Ich wollte gleich wieder abspeichern. Ganz schön siehst du oben den letzter Spielstand-Timer. Ja. Den kann man auch ausstellen, wenn er einen stören würde, so wie man fast alles ausstellen kann. Mhm. Aber der ist sehr hilfreich. Nee, also es dauert sehr lang mit diesen Maps. Das kann man sagen. Die hier hat auch sehr viele Iterationen durchgangen. Die war mal sehr anders. Wie lange arbeitet ihr am Spiel insgesamt schon? Seit knapp 2 Jahre sind es insgesamt. Und jetzt kannst du da eigentlich runterhüpfen. Und da sind wir bei Mugen. Da ist jetzt unser Mentor. Genau. Mugen ist so der Anführer der Truppe, der vom Shogun den Auftrag bekommen hat, die ganze Truppe zusammenzurufen und eben diesen Bösewicht zu suchen. Und er hat jetzt Yuki dazugeholt. Das ist die Testmission für Yuki. Mhm. Ja.
Er gibt ihr jetzt, geben sie darüber durch, was man so tun muss. Und da wir ja auf Japanisch sind, werde ich das mal das ist lieb. Etwas sagen. Und zwar geht es darum, diesen Kollegen da, dem, der gerade mit dem grünen Außen-Highlights ist, ein Dokument zu klauen. Und Yuki ist dafür der perfekte Charakter, denn sie ist eine Taschendiebin und kann Leuten von hinten Sachen wegstibitzen. Wichtig dafür ist, dass wir erstmal reinkommen. Da sieht man, hier sind zwei Tore. Das ist das erste und unten ist das zweite. Und da Mugen durch seine große Rüstung nicht so gut darin ist, zu klettern, muss erstmal Yuki da rein, den Schlüssel für diese Tore klauen, ein Tor aufmachen, Mugen reinlassen und dann kann der ihr dabei helfen, an diese Dokumente ranzukommen. Denn im Kampf ist der super gut und den braucht man dann auch. Das sollten wir alles gebacken kriegen, vorausgesetzt der Mann an der Maus macht keine Fehler. Ach, das wird nicht passieren. Nein, ist auch bislang kaum passiert. Nee, wird schon alles funktionieren. Das kriege ich mal fort, weil genau. Das wissen wir jetzt alle schon, das wurde uns gerade von Moritz erklärt. So. Ihr seht, das Spiel ist teilweise auf Deutsch, teilweise allerdings auch nicht. Interface komplett auf Deutsch, oder Untertitel auf Deutsch. Die Audioausgabe könnt ihr wahlweise einstellen auf Englisch oder auf Japanisch. Ja, so sieht's aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir auch nur in die Nähe des Tores? Und dazu gibt es erstmal sollte man, glaube ich, hier oben rum, ne? Da genau. Oben kommt man rum. Genau, das ist auch der beste Weg, den du... du kannst sie auch beide gleichzeitig, wenn du sie mit Rechtsklick ein Viereck umziehst. Ah, jetzt hast du nur einen erwischt. Habe ich nur einen, tatsächlich? Jetzt aber. Genau. Beide hier hin. Beide da hoch. Go, go, go. Einen schnellen Speicherer, bevor du da weitergehst. Go, go, go ist japanisch, kennt ihr vom Brettspiel, das heißt schnell, schnell, schnell. So, und jetzt hier... Habt ihr öfters YouTuber, die so perfekt Japanisch sprechen? Nein, du bist da der Erste. Das ist eine Premiere für mich. Ich lerne auch sehr viel von dir gerade. Was ich von dir lerne, ist, wie man, jetzt hätte ich fast Lügen gesagt, wie man schwindelt, ohne dass es einem unangenehm ist. Ja, das muss man als Entwickler auch lernen. Hier muss man natürlich aufpassen. Das ist so an der Wache kommen wir beide vorbei. Genau, richtig, aber der wird wieder deine Fußstapfen sehen. Aber wenn wir uns beeilen, das geht doch. Komm. Weil die bleiben nicht ewig, die Fußstapfen. Genau. Verschwinden, aber ich glaube, er wird sie sehen. Duck dich mal lieber hin, dass du in dem Busch sicher bist. Und jetzt sieht man genau, wie die sich schon so langsam verschwinden und oh, du hast recht. Ja. Sehr gut. Aber weißt du was? Ich speichere einmal schnell ab genau. Und lasse Yuki... Oh, nur den linken. Ich wollte nur den linken gerne anlocken. Das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Der Samurai, der da rechts steht, die sind eine sehr starke Gegnerklasse, da kommen wir gleich dazu, der wird nicht kommen. Okay. Der ist, weil der ist cool und genau. Total abgebrüht und... Und jetzt, da kommt der schon. Jetzt kommen beide. Nee. Wieso kommt denn der Samurai? Okay. Ja, okay, jetzt kannst du ihn erwischen. Der Samurai sieht es. Der Grund, warum der Samurai da kommt, da haben wir gleich hast du einen schönen Fehler gefunden. Haben wir einen Bug entdeckt? Es ist so ein halber Bug. Die Tatsache, dass er kommt, ist, dass die haben sich gerade, das ist eigentlich ein Feature. Die haben sich da gerade, das ist ein Feature. Ich würde laden, aber das wird jetzt sehr... Lernt ihr sowas in der Ausbildung? Klar, das ist das Erste, was man lernt. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Nee, die Tatsache war, dass die sich da unterhalten haben. Ja. Und du kannst ja schon mal das Laden durchdrücken. Ich mache lieber eine Pause. Du machst eine Pause? Weil ich das gerne als spektakulären Höhepunkt dieser Folge nutzen möchte, dass nicht nur ich mal einen Fehler mache, sondern auch ein Entwickler und das live vor der Kamera. Und wir lernen grundsätzlich das Vorurteil von uns Spielern, dass Entwickler im Zweifelsfalle sagen, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das hat einen realen Hintergrund. Das ist in der Ausbildung. Ganz im Ernst. In Kürze geht's weiter. Zweiter Teil dieser mini-mini-kleinen Videoreihe, wo ich euch etwas zeigen kann aus München. Wie man nämlich Spiele entwickelt, wie man dummen YouTubern kluge Sachen erklärt und nebenbei auch noch gut darin aussieht, selbst dann, wenn man etwas falsch macht. In Kürze geht's weiter. Bis dann. Ciao.